Willkommen in der Auenland Production und willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch mitnehmen, wie ich ein neues Metrezept entwickle. Heute möchte ich ein Thanksgiving-Met produzieren. Wie kam ich auf die Idee? Im letzten Jahr war ich 3 Monate in den USA. Über Thanksgiving habe ich erlebt, dass sie sehr viel mit Kürbis machen. Dazu nutzen sie ein Gewürz mit Namen Pumpkin Spice. Das hat mir so gut gefallen, dass ich mir überlegt habe, dazu ein Met zu machen. Heute am ersten Tag werde ich die Kürbisse in eine Maische ansetzen und morgen werde ich dann Honig hinzutun und einen Gärstarter, den ich gestern vorbereitet habe. Als erstes werde ich euch jetzt die Kürbisse vorstellen. Den Hauptanteil wird dieser Kürbis hier stellen und den nennt man Big Moses oder Big Max. Bei diesem Kürbis darf man nur das Fleisch verwenden und weder die Kerne noch die Schale. Dazu kommen die 2 Hokkaidos. Die Hokkaidos sollen auch eine sehr starke Farbe in den Met hineingeben. Von diesen kann ich sowohl die Schale als auch das Fruchtfleisch verwenden. Die Gewürzmischung werde ich erst nach der Hauptgärung im zweiten Video dazugeben. Am Anfang besteht mein Setup jetzt aus einem scharfen Messer, einem Brett zum Schneiden, einer ganz normalen Küchenwaage und einer Schüssel, in der ich alles auffange. Dazu der Maischebottich für die fertigen Kürbisstückchen und ein Eimer für den ganzen Kompost, der übrig bleibt. Ich habe die Hokkaidos abgewaschen und werde die jetzt klein schneiden. Was ich allerdings noch machen werde, ich werde bei der Schale die ganzen unschönen Stellen herausschneiden. Die kommen von kleinen Insektenbissen und ich weiß nicht, ob die irgendeinen Einfluss haben oder nicht. Und deswegen, vorsichtshalber, werde ich sie rausschneiden. Das sind jetzt ungefähr 1,6 Kilo. Ich habe mir eigentlich erhofft, dass das 2 bis 3 Kilo sind. Ist halt so, konnte ich vorher nicht abschätzen. Und das werde ich jetzt schon mal in den Maischetopf hineinwerfen. Und dann machen wir mit dem zweiten Kürbis weiter. Der zweite Kürbis, den wir jetzt machen, ist der Big Max oder Big Moses. Den werde ich einmal komplett schälen, entkernen und dann die Stücke genauso klein schneiden. Das werde ich jetzt nicht auf Video aufzeichnen, weil letztendlich ist es das gleiche wie das, was ich gerade gemacht habe. Noch eine interessante Sache zu dem Big Max. Wenn man den Big Max an einem Strauch oder einer Pflanze von Kürbis hat und man alle anderen wegschneidet und nur noch einen einzigen übrig lässt, werden diese Früchte ungefähr zwischen 100 und 150 Kilo schwer. Insgesamt ist da jetzt 6,9 Kilo Big Max dazugekommen, dass wir insgesamt 8,5 Kilo Kürbis haben. Ursprünglich habe ich mal gedacht, ich mache 10 Kilo Fruchtfleisch rein. Mehr kam nicht raus. Es war 20 Kilo Kürbis am Anfang und da kamen halt jetzt 8,5 Kilo Fruchtfleisch raus.
In dem anderen Eimer, das ist ein 18-Liter-Eimer, seht ihr die Reste, das ist alles Biomüll. Damit ihr ein Gefühl für die Arbeit bekommt, es waren jetzt ungefähr 5 Stunden, die ich gebraucht habe, den Kürbis klein zu schneiden. Ich werde jetzt etwa 4 Liter Wasser zur Maische hinzugeben und anschließend etwa 15 Milliliter vom Antigeliermittel. Wie ihr seht, wird der Kürbis jetzt nicht vom Wasser bedeckt. Das sind einfach die Zwischenräume zu groß, vielleicht weil ich sogar zu groß geschnitten habe. Allerdings lasse ich das jetzt so. Morgen kommt da ja noch Honig rein. Und jetzt wird das mit dem Antigeliermittel etwa 15 Stunden hier stehen, bis ich weiterarbeite. Ich bin zurück und ein Tag ist vergangen. Jetzt setzen wir endlich den Met an. Zuerst stelle ich euch die heutigen Zutaten vor. Hier haben wir 2,5 Kilogramm flüssigen Honig. Dazu kommen 5 Gramm Zitronensäure, das entspricht 110 Milliliter frischer Säure. Weiter dazu kommen 4 Gramm Hefenährsalz, die ich abgewogen habe. Dadurch, dass wir sehr viele Kürbisstücke haben und das Vermischen schwieriger ist, mische ich meine Zutaten in den Honig hinein. 4 Gramm Hefenährsalz, 5 Gramm Zitronensäure. Alles einmal sehr gut verrühren. Jetzt ist ein Großteil vorbereitet. Dazu habe ich noch etwa 1 Liter Wasser bereitstehen und wir brauchen noch den Gärstarter, den ich vor 3 Tagen angesetzt habe. Hier ist unsere vorbereitete Maische. Ich habe in den letzten Stunden die Maische öfters mal umgerührt. Schauen wir mal herein, wie sie jetzt aussieht. Wie ihr seht, hat sich nicht sehr viel geändert. Obendrauf liegen immer noch viele Kürbisstücke und das Wasser ist unten drunter. Als erstes nehmen wir jetzt unseren Honig und schütten diesen hinein. Wie ihr seht, bleibt einiges im Honig hängen. Deshalb habe ich das Wasser mitgebracht. Wenn das Wasser im Topf ist, alles einmal gut umrühren. Jetzt ist der Honig gelöst, der noch an den Seitenwänden vom Topf war. Nun schütten wir wieder alles hinein. Wie ihr seht, ist jetzt genug Wasser drin, dass alles bedeckt ist. Als nächstes kommt noch etwa 1 Liter Apfelsaft hinein. Ein halber Liter ist in dieser Packung und der Rest ist in dem Gärstarter. Beim Apfelsaft ist mir immer egal, was für eine Marke und aus welchem Laden der kommt. Ich möchte nur immer naturtrüben, hundertprozentigen Direktsaft haben, ohne weitere Inhaltsstoffe. Jetzt kommt noch das Wichtigste des Tages hinein, der Gärstarter. Bevor ich ihn hineinschütte, schwenke ich ihn immer ordentlich durch. Damit löse ich die Hefe, die sich unten abgesetzt hat. Die Hefe, die ich in diesem Ansatz nutze, ist Portweinhefe. Jetzt muss alles ordentlich durchgerührt werden. Jetzt nach dem Umrühren riecht es sehr stark nach Kürbis, was einen sehr stark nach Rüben erinnert. Irgendwie ist es noch komisch. Jetzt müssen wir noch einen passenden Deckel hier draufsetzen. Der schwarze mitgelieferte Deckel hat kein Loch für einen Gärspund. Der grüne Deckel hier von den anderen Gärbehältern passt hier perfekt. Diesen setze ich hier drauf und verschließe den Met mit dem schwarzen Drehdeckel. Jetzt fehlt noch ein Gärspund. Normalerweise schraubt man diese roten Teile hier drauf und man setzt dann einen Gärspund, der so einen Deckel hat, drauf. Ich allerdings mag diese Vision nicht so gerne und ändere das immer ab und setze hier ein Gummi rein. Und stattdessen setze ich so einen Gärspund hinein. Ich mag diesen lieber, weil ich so besser abschätzen kann, wie schnell die Gärung verläuft.
Zum Abschluss kommt noch ein Deckel hinauf, der verhindert, dass Fliegen hineinfliegen. Das war schon der erste Teil vom Thanksgiving Met. Ich werde den Met jetzt jeden Tag umrühren, solange noch Kürbisstücke drin sind. Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn ihr auch noch eine Idee habt für ein interessantes Rezept, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich suche noch nach anderen verrückten Ideen, die ich ausprobieren kann. Und wenn ihr jetzt kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der Auenland Production.